Wir sind wieder unterwegs und ziehen Schneisen durch die Deutschrapper, Freunde. Und eine Sache, wir sind im Rap, alles Entertainment, alles gut und schön, aber heute ist mal ein bisschen Retalk angesagt. Denn ich habe schon öfter gesagt, ich lese meine Nachrichten durch, hier Insta Direct. Und viele fragen mich eine Frage. Sie fragen mich, wie schaffst du es, Boss, dich jeden Tag selbst zu motivieren und den inneren Schweinehund zu besiegen? Ich sag euch das anhand einer Zeile. Das Schicksal fickt dich, ich fick es zurück. Lernte mich durch all die Scheiße zu kämpfen, bis zum Unfall zu rennen, dann aufzustehen und einfach weiter zu rennen. Pass auf. Die erste Zeile bedeutet, egal was deine Voraussetzungen sind, wenn du auf die Welt kommst, welche Karten dir gegeben wurden, ob dir ein Bein fehlt, ob du 1,50 bist, ob du keine Eltern hast, alles scheißegal. Jedes Hindernis, was das Schicksal dir in den Weg legt, das nimmst du und schmeißt es ihm zurück ins Gesicht. Das heißt, keine Ausreden, keine Entschuldigungen. Der Gewinn am Ende ist nicht der mit den besten Ausreden, sondern der trotzdem gemacht hat. Auch du, gerade du, die das siehst jetzt hier. Du kommst aus irgendeinem Dorf vielleicht. Junge, ich komme selber, Bruder, ich komme aus dem letzten Dorf, im Hunsrück. Ich bin durchmarschiert. Deswegen vergiss diesen Gedanken. Ja, ich bin nur ein kleiner Fisch in diesem Ozean von 1000 Fischen. Nur eine kleine Ameise von vielen. Was soll ich schon erreichen? Nein, warum denn nicht du? Warum nicht? Du musst denken, du bist der Auserwählte. Genau du. Sind die anderen besser als du oder was? Nein! Die zweite Zeile, Freunde, bis zum Unfall zu rennen, aufzustehen und einfach weiter zu rennen, hat eine Story hinter sich. Ich war 12 Jahre alt. Ich war recht gut im Sport, aber es gab einen, der war immer besser. Der war schneller beim Laufen. Gazelle haben wir den genannt. Das hat mich abgefuckt. Und ich wollte der Beste sein. Ich habe angefangen, jeden Tag nach der Schule zu laufen, zu trainieren. Einfach raus aus der Stadt, über die Dörfer. Kilometer. Im schlimmsten Winter, Minusgrade. Damals gab es noch Schnee. Finger waren irgendwann abgefroren. Ich war an einem Punkt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr weiterlaufen. Es geht nicht. Und dann habe ich mir gedacht, was passiert denn jetzt, wenn du einfach weiterläufst? Wenn du trotzdem weiterläufst, obwohl dein Körper sagt, du kannst nicht mehr. Wirst du sterben? Ich probiere das mal aus. Und ich hatte locker noch 10 Kilometer vor mir bis zu Hause, ungelogen. Ich bin gelaufen und dachte, entweder sterbe ich oder ich schaff's. Tunnelblick nach Hause gelaufen, einfach stur, geradeaus. Ohne nachzudenken. Irgendwann kam ich an. Ich war so am Arsch wie noch nie in meinem Leben. Noch nie. Ich konnte mich kaum noch bewegen, Finger waren tot. Und da warmes Wasser gehalten. 2 Stunden hat es gedauert, bis ich wieder zu mir kam. Aber dann stand ich wieder da. Und dann, im Moment, wo ich wieder da stand, hat sich ein Schalter umgelegt im Kopf. Für immer. Es gibt keine Hindernisse. Nur im Kopf gibt es Hindernisse. Am nächsten Tag bin ich dieselbe Strecke nochmal gelaufen. Und am Punkt, wo ich am Vortag fast aufgegeben hätte, habe ich nichts gespürt. Und bin einfach durchgelaufen. Das war normal. Und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich war eine Woche später beim nächsten Cooper-Test in der Schule Erster. Und die Gazelle war Zweiter. Und ich hatte es geschafft. Und so müsst ihr an alles rangehen. Und deswegen sage ich eins. Deshalb sage ich euch, dieser Sport, den wir jeden Tag machen, der ist nicht einfach, damit wir geil aussehen, uns geiler fühlen. Sixpack, schön, aha. Warum gehe ich nicht auf die Bahamas? Ich habe Millionen. Fress mich mit Kuchen zu. Warum laufe ich durch diesen behinderten deutschen Wald hier? Ich sage euch eins. Weil es die Psyche trainiert. Und wir wollen den ganzen Kuchen. Sport ist ein unersetzbares Mittel dazu, die Psyche zu trainieren. Stärker zu werden im Kopf. Und das schlägt sich auf alle anderen Lebensbereiche nieder. Egal was ihr macht, ihr seid stark im Kopf und dann erreiche ich auch die anderen Ziele. Und eins sage ich euch, werdet ihr mich irgendwann verstehen, man hat nicht ein Ziel, das erreicht man und dann chillt man den Rest seines Lebens. Niemals. Es kommen neue Ziele. Ja, habe ich Rap-Szene gefickt. Bin ich King of Rap, habe ich Millionen gemacht. Ja, ich spuck drauf. Solange es da draußen Hurensöhne gibt, die Kinder vergewaltigen, die Unrecht tun. Haha, warte ab. Deswegen ist dieser Rap, wie ich immer sage, nur eine Treppenstufe für mich. Ja, ich fick die Rap-Szene mit Spaß. Macht mir auch Spaß. Ja, ist meine Leidenschaft. Aber das Geld, das ist ein Mittel dazu, weiter aufzusteigen. Und ich schwöre, irgendwann fick ich die alle weg. Ist mir scheißegal. Ich weiß, da draußen gibt es auch viele Kiddies, die können nichts damit anfangen, was ich euch gerade in den Kopf geballert habe, an Gelaber. Die wollen einfach Punchlines, die wollen den Überboss. Und der Rest juckt die nicht. Aber es gibt ein paar, die da draußen mir auch schreiben. Für euch sind diese Worte vom Herzen. Kinderschändern und Unrechtstätern meine ich nicht den perversen Manfred um die Ecke. Die waben da draußen, die wissen genau, wen ich meine. Und die, die das tun und hier zusehen, ihr wisst, eines Tages ist dieser Pump der Schrecken der Verdammnis für euch, glaubt mir. Wartet mal ab. Was wollt ihr tun? Ich habe Eier wie Heißluftballons. Ich fürchte den Tod nicht. Ich bete darum, als Märtyrer zu sterben. Was wollt ihr tun? Das Letzte, was ihr seht, ist dieses Siegerlächeln. Und so wie ich vor mittlerweile 21 Jahren über die deutschen Dörfer gejoggt bin und gelaufen bin, um die Gazelle zu besiegen, wo sich der Schalter umgelegt hat, genauso laufe ich auch heute noch über die deutschen Dörfer. Die Ziele sind andere, die Gegner sind andere, aber es wird weiter durchmarschiert. Nach einer Stunde im Homegym, noch eine Stunde laufen, jetzt scheiße. Alle.
Fast alle sitzen im selben Boot. Wir werden alle in dieses System der modernen Sklaverei reingeboren. Und wir wollen da raus aus diesem Hamsterrad. Wir wollen das große Geld. Wir wollen auch das dicke Auto. Wir wollen die dicke Uhr. Wir wollen verreisen. Wir wollen da raus. Aber vergesst eins nicht, Freunde. Uhr. Diese Uhr ist nicht mehr als Metall. Zusammengeschraubtes Metall. Dieses Auto ist nur eine Blechbüchse, die uns von A nach B bringt. Ist schön, ja. Wir müssen nicht leben wie Mönche. Wir können ein bisschen gutes Leben haben. Haben wir uns verdient. Aber Erfüllung bringt was ganz anderes. Vergesst eine Sache nicht. Macht euer Geld, macht so viel Geld ihr könnt, rettet euren Arsch, holt euch die Freiheit, rettet eure Familien, gönnt euch auch was, lebt ein gutes Leben, aber vergesst nicht, Auto nehmt ihr nicht mit ins Grab, Uhr nehmt ihr nicht mit ins Grab, alles was ihr mitnehmt, sind eure Taten, vergesst das nicht, geht ehrenvoll durchs Leben. Wenn Geld reinkommt bei euch, gebt was zurück, macht das für euer Karma, hinterlasst was auf der Welt, auch wenn es nur Kleinigkeit ist. Ich zeige das nicht gerne, aber ich zeige euch einmal, wie einfach das ist, bam, zwischendurch, hier einfach 1000 Euro, Nothilfe, bam. Wo es am nötigsten ist, nochmal ein Taui rein. Nicht hingucken, einfach rein da. Zack, zwischendurch, einfach 5 Mille, einfach mal raus, raus damit. Zack, hier Kontaktdaten eingeben, bam, bam, bam. Ich mach das über Muslime helfen, ob das Christen helfen oder das Juden helfen ist, ist scheißegal. Hauptsache es kommt an, das sind Leute, denen vertraue ich. Wo ihr das macht, ist egal, aber gebt was zurück. Oder diese kranke Zahl 27.000 Boxvorbestellungen. Ich schwöre, wenn ich diese Zahl sehe, ich habe keine Dollarzeichen in den Augen, sondern ich sehe 27.000 Supporter da draußen, die mit uns noch ein letztes Mal diese verfickte deutsche Rap-Szene auf links drehen. Mein Bruder Farid und ich ziehen jetzt durch. Behaltet im Hinterkopf, was ich euch heute gesagt habe, aber jetzt wird zerfickt. Ich